Willkommen zu einer neuen Session. Wieder mit Timo am Start. Bevor wir loslegen, ja, noch eine kleine Bemerkung. Und zwar wird Timo mir nicht helfen, während ich die Hand spiele. Also da muss er dann immer leise sein. Und genau danach dann können wir natürlich über die Hand reden. Aber nicht während die Hand läuft, das wäre verboten. So, dann legen wir mal direkt los. Also nach der Entscheidung sage ich dann auch. Ja, am besten, was ich so denke. Ja, nach der Hand oder wenn wir all in sind, würde ich sagen. Was da mit 9 Call. Okay, kleines C-Bet. Dann könnte man auch einfach check raisen, um den Stack reinzubekommen. Ich denke, 50 Big Blinds Deep ist das stark genug, aber ich call einfach mal entspannt. Okay, ziemlich klarer Fold an der Stelle. Ja, schlechter Turn. Aber, puh, ja, klar kann man da check raise Stack auf. Ist aber, denke ich, auf der dünneren Seite. Also mir gefällt es auch, das einfach nur zu callen. Mhm. Und dann, ja, auf so einen schlechten Turns dann auch ruhig zu folden. Hättest du dich da auf gewissen Turns auch für ein Lead dann entschieden? Also sagen wir, da kommt eine 9 oder so? Normalerweise oder nicht, nee. Nee, normalerweise checke ich da einfach zum Aggressor. Wenn die Dame sich pairt, dann sollte man eine Leading Range haben, wenn die Top-Karte sich pairt. Und wenn eine Straße ankommt, bestimmt auch mit manchen Händen. Aber ja, normalerweise checke ich da dann einfach alles in der Regel. Okay, okay. Weißt du, wie viel Prozent du leaden sollst, wenn die Dame sich pairt? Ich glaube so 30% ungefähr. Das hatten wir mal, oder hattest du mal rausgefunden, dass das ein sehr hoher Anteil ist. Genau, weil der In-Position-Spieler halt weniger davon c-bettet und wir praktisch jede Dame callen, jedes Top-Paar. Ja, aber das bedeutet auch, dass man das machen sollte, oder? In der Realität. Dann ruhig auch einiges leaden, wenn da die Dame kommt. Oder siehst du, ja, würdest du trotzdem? Ja, nee, finde ich schon. Ja. So, hier habe ich mal einen losen Call gemacht mit Bubu 10-2 Single. Gegen einen schlechteren Spieler. Ja, das denke ich auch. Also, bisschen zu loose GTO-mäßig, aber. König 10-9-4. Ja, ich folge mir. Ja, denke ich. Ja, also ich finde es immer gut, das auszunutzen, wenn die viel folden im Big Blind gegen einen Small Blind Open. Ja, kannst du vielleicht noch die Statistik dazu sagen, zeigen? Genau, also hier dieser Wert, wo ich jetzt gerade drauf bin, bin mir nicht sicher, wie gut man das sieht, ist der Big Blind Fold Wert gegen einen Small Blind Open Raise. Und wenn der eben, also er sollte spieltheoretisch so ungefähr 30 sein, das wäre so optimal. Und wenn er eben höher ist als 30, dann habe ich einen höheren Anreiz, mit schlechteren Händen zu raisen, weil ich eben öfter den Blind direkt bekomme. Also das heißt, zu 30% foldet er, wenn du Pot Open machst, und zu 70% verteidigt er mindestens. Genau, also spieltheoretisch, ja. Genau. Und ab, ich sag mal, wenn er 70% foldet, hast du da Autoprofit? Ab 62% schon. 62%, das heißt, also das ist ja, denke ich, dann relativ einfache Mathematik. Genau, also wenn er schon 50% foldet, dann öffne ich schon fast alles. Ja. Ja. Hier haben wir einen ziemlich klaren Fold, würde ich sagen, mit Assen. Wir haben zwar einen Bauchschuss, ja, aber sonst nichts. Ja. Um das eben noch auszuführen, also man riskiert ja sozusagen nur 2,5 Big Blinds, um ein Big Blind zu gewinnen. Genau, also er hier zum Beispiel hat auch einen Wert von 52 hier. Und da, ja, wird einfach jede Hand deutlich profitabler. Und dann muss man natürlich auch mehr aufpassen, weil sein Range dann viel stärker ist. Ja, Postflop. Genau. Also hier jetzt hat er halt viel öfter den König getroffen. Ja, und spielt halt eher Karten, die oben rum sind. Und ich habe ihn mir auch als Nitrack markiert. Deswegen folde ich hier auch schon direkt, obwohl ich normalerweise bezahlen würde. Also er ist nicht so aggressiv Postflop. Deswegen schmeiße ich hier eher zu viele Hände weg und gebe ihm eine stärkere Hand. Ja, finde ich gut. Also vor allem die Hand spielt halt jetzt auch nicht gut, vor allem gegen jemanden, der einen starken Range hat.
Ass 8, 9, 10 double suited. Sehr nice Hand. Er 3-bettet viel. Okay, bekommt die Blinds. Ah, du hast noch ein Big Blinds. Also wir spielen 50 Cent ein, aber steht ja auch da oben. Ja. So. Wir können ja noch hier und da mal das Hot erklären. Oder die Sachen, ja, worauf du vor allem Fokus legst. Ja, also das Wichtigste ist eben hier oben links. Also es ist VPIP, wie viele Hände er spielt, Raise First In, wie viel er davon raised. Und das ist generell so der Aggressionsfaktor. Also wenn der hoch ist, ist halt generell eher aggressiv. So, hier haben wir einen klaren Call auf die 3-Bet. Okay, hier haben wir einen klaren Call. Er 3-bettet, hat auch einiges gedreibettet bisher. Okay. Und ich denke, wenn er jetzt weitersetzt, dann folden wir einfach. Hast du also Snapcheck gemacht, weil du da deine gesamte Range checkst? Ja, oder? Natürlich. Also hat sich nichts verändert an dem Turn, deswegen sehe ich da überhaupt keinen Grund zu leaden. Nee, aber wenn es theoretisch eine Karte wäre, auf der du manchmal leaden würdest, wartest du dann länger, um kein Timing-Tail zu geben? Also, wenn der Flop Ass 5-2 Rainbow ist, Ass 4-2, dann leade ich eigentlich auf gar keiner Karte. Also, ich wüsste nicht, auf welcher Karte ich hier ein Lead haben sollte. Aber generell versuche ich einigermaßen balanciert zu sein mit dem Timing. Also nicht zu schnell zu checken, aber in vielen Situationen checkt man ja sowieso alles. Mhm. Auch wenn GTO vielleicht manchmal ein bisschen leaden würde, spiele ich das dann meistens als ganzen Check, weil man weiß dann trotzdem nicht, welche Hände man leaden sollte. Vielleicht noch für die, die nicht so in den Statistiken drin sind, also VPI, das ist, wie häufig man, und zu welcher Prozentzahl man Geld investiert, obwohl man es nicht müsste. Also bei den Blinds muss man ja Geld investieren, aber das zeigt an, wie häufig. Und GTO, also der Solver, der macht das zu, wie viel Prozent? Was haben wir? Weiß ich gar nicht genau. Aber okay, ich weiß auch nicht, ich schätze so vielleicht 25%. Ich hätte auch 25% gesagt, aber ja, sowas in der Richtung. Und das heißt, man sieht dann doch auch einige, die einen Wert von teilweise 40 oder noch mehr haben. Und wenn es auf eine gewisse Handzahl ist, dann ist das dann doch auch ziemlich aussagekräftig. Ja. Und ja. Also alles deutlich über 30 ist auf jeden Fall zu viel dann. Ja. Und da weiß man dann, okay, die spielen zu loose, das heißt zu viele Hände, und dann sind dementsprechend auch einige schwache Hände dann dabei. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also wie aussagekräftig denn die Statistik ist, das ist da in Rot, sieht man da die Hände, wie viele Hände man schon gegen die gespielt hat. Ja. Und in der Software dementsprechend hinterlegt sind. Genau, also meistens die Regulars, so wie die beiden hier oben, auf die habe ich eben viele Hände. Hier auf ihnen zum Beispiel 8000 Hände. So, hier haben wir Damenpärchen und Rap, ein sehr schöner Flop. Jetzt werden wir einfach mal C-betten. Das denke ich auch sehr Standard soweit. Und bekommen einen Checkraise. So, wir können uns jetzt hier mal anschauen, wie oft er den Flop gecheckraised hat. 9%. Das ist ziemlich wenig.
Ich glaube, ich calle und schmeiße auf einer Bordperle eine Karte weg. Das ist hier so meine Strategie und jetzt, ja, muss ich hier bezahlen. Das Kreuz ist halt eher nicht gut, weil er das manchmal noch dazu hat. Aber ich habe einfach zu viele Outs gegen das Set zum Beispiel. Tja. Gegen ihn werde ich jetzt auch hier auf keinen Fall bluffen. Ja, und hier haben wir jetzt einen ziemlich einfachen Fold. Also sehr schwer hier gut zu sein. Ja, schade. Aber ist, denke ich, relativ Standard gespielt, die Hand. Nein, großer Fehler kann es nicht sein, wenn man so viele Outs hat, die definitiv live sind. Also. Ja. So, hier callen wir Double Suited Buben. Er hat auch eine relativ weite 3-Bet-Range. Da schaue ich mir jetzt, wie viel er gegen Early Position gedreibettet hat. 6%. Okay, also wir haben oben, unten und einen Flush Draw. Das heißt, ich behaupte einfach mal, wir können das nicht folden. Jetzt brauchen wir 33%. Naja, ich schätze mal, wir haben es halt ungefähr. Ich meine, er muss auch nicht unbedingt Top-Set haben. Die ist gut. Nice. Okay, aber Okay, die Split ist Entscheidung. okay. Entscheidung ist okay, ja. Ja. Das heißt, manchmal sind auch noch die beiden Buben gut, beziehungsweise manchmal auch die 6, wenn sie denn kommt. Ja. Also ich denke, das ist okay. Wie viel Equity hatte ich jetzt hier eigentlich? Siehst du das überhaupt noch? Ah, da. Ja. 30 Prozent, 30% ja. immerhin gegen Topset. Ich meine, klar, manchmal ist auch noch dein Flush-Draw dominiert, aber das ist. Nee, ich denke, das ist ein knapp guter Call gewesen. Aber ja, viel Unterschied macht es, denke ich, auch nicht, weil du bist selten irgendwie auch mal gut vorne. Also, das ist eigentlich fast nie. Ja, wenn er halt ein Top-Paar hat, dann ist noch meine 6 eventuell gut. Ja, wie gesagt, also die 6 ist schon manchmal gut, auch Top 2 oder sowas in der Richtung. Und deine beiden Buben ja auch. Ist ja auch dann immer mal gut. Aber dann hat er halt häufig den Flush Draw und das ist nicht so gut. So, hier haben wir einen 9er-Treffer und oben unten. Das möchte ich check callen. Jetzt haben wir auch noch einen Nut-Flush-Draw dazu. Ja, wir haben halt 3 Karo. Also wenn er so hoch sitzt, hat er öfters 10 Bube. Deswegen glaube ich, bekommen wir hier nicht ganz den richtigen Preis. Ist aber eng, denke ich. Was meinst du hier am Turn? Naja, je nachdem, wie man den so einschätzt, also wie viel man noch bekommt, wenn denn der Flush kommt. Ja. Also, ja. Ich denke nicht, dass man einen großen Fehler macht mit einem Call. Okay, hier haben wir ein 5er-Set. Nacktes 5er-Set zu dritt. Call ich nur. Das ist ein guter Turn. Kann natürlich sein, dass ich tot bin gegen 10-7 oder 10-5 oder Pocket 7er. Das ist öfters mal auf jeden Fall dabei. Okay, wow. Das ist ein sehr interessanter Spot. Er kann halt auf jeden Fall auch sowas wie eine nackte 10 haben. Und er ist ein Fisch. Also, Secret Er hatte manchmal auch 10, 5 und so geraced.
Ich glaube, ich schieb's hier sogar rein. Bin mir nicht sicher. Ich hätte es gefoldet. Ich meine, immerhin hast du noch die beiden Buben und die letzte 5, aber das wäre mir... Oh, nur ein Bube. Scheiße. Ja, vor allem das Problem ist, wenn er halt, ich sag mal, nur die 10 hat, dann hat er häufig immer noch akzeptable Outs, immerhin 9 Outs oder sowas in der Richtung. Er hat dann immer noch Outs, ja. Ja, also ich habe jetzt hier bezahlt, weil dieser Spieler hier aggressiv war und der hat ja jetzt sogar auch gefoldet. Also der hatte geblufft, offensichtlich. Mhm. Und er war halt ein Freizeitspieler mit 50% VPIP. Ja. Und ich denke, 10-7 wird auch ab und zu mal raisen in Position. Ah, du meinst dann Flop. 7er, ja. Ja. Ja, deswegen wollte ich mich jetzt nicht von trennen von dem Full House. Aber es ist auf jeden Fall eine schwierige Situation. Und ja, es denkt ja auch nochmal ganz, ganz anderes, weil der halt 50% VPIP hatte. Also halt ja, sehr viele Hände spielt. Ja, aber dann ist sowas wie 10-7, 10-5 auch häufig natürlich in seiner Range, ne? Ja, klar, aber er kann dann halt auch richtig dumme Scheiße halt ab und zu machen. Also aus meiner Sicht sieht man halt dann von Freizeitspielern ab und zu. Also was Schlechteres als eine 10 jetzt hat? Ja, das ist schon eher selten, würde ich sagen. Ja, denke ich halt auch. Und wenn er nichts Schlechteres als eine 10 hat, dann ist halt auch nicht mehr so viel, ne? Also, ich meine, angenommen, jede 10 würde er so spielen, dann ist es natürlich gut, da reinzuschieben. Aber ich denke halt nicht, dass er immer jede 10 so spielt. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall nicht. Und dann wird es halt schon wieder... Live-Free-Race. Wahrscheinlich sogar so. Ja, ist ja so ein bisschen ein Short-Stack. Okay. Was hat er hier gemacht? Er hat geraced. Das König. Okay, und das sieht ich mir gerade mit dem. Aber ich meine, er hat auch einen stabilen D-Pip. So, hier gewinnen wir hoffentlich. Ja, nice. König Bube 3-2. Der andere hatte auf jeden Fall Eier, das König gegen den Limp Re-Race nochmal drüber zu gehen. Ja. Also die Hand würde ich eigentlich gerne spielen. Aber es ist eine komische Situation. 1,6 Big Blinds. Ja, ich glaube, ich habe einfach die Equity da normalerweise. Okay. Der größere Pot ist ja sogar ein Side-Pot hier. 983 kann ich auf jeden Fall. Doch, kann ich, glaube ich, das meiste einfach potten. Ja, aber ich fold dich jetzt nicht mehr. Und hier. Einfach mal callen. Okay, das ist ein scheiß Turn. Hier hoffentlich nicht gegen 6-7. Was leider gut möglich ist. Nice. Fold ist gut. Und dann Fold ist sogar sehr gut. Ja, hier müssen wir folden. Aber was mich wundert hat, dass du da fast Preflop gefoldet hättest. Ja, also ich finde die Situation ziemlich, also nicht so toll. Aber ja. Ich mag es auch nicht mit einem Sideput, aber du hast Ass-Bube 9-7 Double suited. Ja. Hast du schon recht. Also, puh. Der hatte die gleichen Farben. Schade, dass nicht einfach ein Karo gekommen ist. Das wäre schön gewesen, ja. Hier Ass-König Double suited, gedreibettet. Hier geht's rein auf dem Flop. Ja, gut. Gegen so einen Short-Stack bisher. Dame 8-4-3, 50%. Will ich noch nicht ganz alles öffnen. Das ist eine scheiß Luckbox. Naja, zum Glück Short-Stack. So, die Hand können wir uns auch mal anschauen. Ass Ass Bube 4. Mhm.
Oh, sehr schöner Flop. Gegen den Fisch. Ja, bedenke ich keinen großen Grund zu raisen. Okay. Ja, das call ich weiterhin. Wahrscheinlich auf einer Blank fold ich dann. Ja, ich habe hier deutlich bessere Hände, um zu bezahlen. Vor allem die drei Karos machen es weniger gut. Ziemlich eindeutig sogar, denke ich. Ja, finde ich auch Standard. Also komplette Hand. Normal. Ja. Was König, König 10, Double Suited, Alter. Hier mit Freizeitspielern call ich diese Hand. Obwohl der hier einen hohen 3-Bet-Wert auch hat. Also zu 19% hat er gedreibettet, da es ja die Möglichkeit hatte. 4-7, naja. Nice. Okay, schade. Muss ich folgen. Der Flop wäre sehr schön gewesen. Ja. Okay, hier haben wir eine Hand zum Dreibetten. Okay, komische Hand. So, 10-9, 8-9, Bottom. Ich bin mir unsicher, wie ich das spielen sollte, um ehrlich zu sein. Kann man auch einfach potten und gut ist, aber ja, okay. Ja, ich glaube, ich hätte mich für einen Pot entschieden. Ja. Also ich habe halt noch den Bauchschuss Flush Draw dazu. Ja, aber es ist halt alles, weil du so nicht zu Nuts ziehst. Du hast auf jeden Fall eine gute Hand, gut Equity irgendwie, aber es ist halt richtig scheiße zu spielen. Also das stimmt, egal ja. Welcher Turn, das ist nie so, oh nice. Ja. Und deswegen hätte ich es einfach gepottet und... Ja, ist vielleicht besser. Das können wir uns aber auch gut anschauen. Mhm. Er hat einen extrem hohen Fold-to-Flop-C-Bet-Wert. Aber mit einem Karo hätte ich gesiebettet. Mhm. Ohne Karo check ich zurück. Okay, Probe Turn ist jetzt zum Beispiel die Statistik für diese Situation. Also wenn der Flop check check ging und er dann out of position setzt. Und das hat er hier jetzt sehr selten gemacht, deswegen folde ich jetzt auch einfach. Also hätte ich so oder so gefoldet, meine ich zu sein, aber. Okay, weiter geht's. Jo. Gut, schauen wir mal, dass es jetzt besser läuft. Dame, Dame 9-7 ist eng, glaube ich. Und mit aggressiven okay, hätte ich eröffnet. Ich glaube, es ist ein Fold. Okay. Und gefällt mir auch nicht als Open, vor allem mit den Spielern, die hinter uns sitzen. In diesem Fall. Okay, Spielerpool sieht aktuell nicht so gut aus. Bei 1-2. 0,51 leider auch nicht so gut heute. Nein. Klar, Call mit A662. Okay, C-Bet-Wert von 80. Dann gehe ich auf den Check. Okay. Jetzt möchte ich klein raisen. Ich will vor allem von einem schlechteren Flush-Draw bezahlt werden. Okay, schau. Wie interpretierst du so eine Bet von einem Big Blind? Nicht besonders stark, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es ist eher so eine Bet, damit er selbst keine Bet bekommt, keine bezahlen muss. So ein bisschen. Ja, so ein Blocking-Bet. Ja. Ah, hier haben wir ein Checkback, würde ich sagen. Guter Turn für unsere Range und auch gut für unsere Hand.
Schon mal halben Pot. Ich habe es mir fast gedacht, das ist ein guter Spot zum Check-Raisen. Full Pot auch, deswegen schmeiße ich auch weg. Aber er ist halt sehr aggressiv, also. Ja. Ja, scheiß Situation auf jeden Fall. Ja. Hättest du am River nochmal versucht, dann Value zu holen? Ja, auf einer Blank hätte ich nochmal gesetzt. Ja, macht Sinn. Weil sonst, ja, finde ich, kann man das auch gut am Turn nochmal zurückchecken. Kann man auf jeden Fall, ja. Also. Aber das ist dann für die Nits. Ja, ist halt so. Ja gut, wenn man gecheckraced wird, ist es natürlich ein sehr, Ja, sehr das blöder ist Spot. ugly. Vor allem, weil man ja befürchten muss, am River nochmal Ja. ein Bet bezahlen zu müssen. Und ich meine, du hast effektiv eigentlich nur zwei Outs, um deine Ja. Hand zu verbessern. Ja. Und ja, das ist dann blöd. Aber ich hätte es auch einfach gefoldet. Auch wenn es blöd ist. Weil manchmal wirst du da tatsächlich einfach rausgeblufft. Ja. Also, das sehe ich nicht so selten. Hier checken wir mal zurück. Ja, wobei er blufft nicht viel am Turn. Ja, also sehr passiv habe ich die Hand auf jeden Fall bisher gespielt. Und ja, jetzt gehe ich auf Value beim Pot. Er foldet auch gar nicht viel auf Riverbeds. Und hier haben wir einen Rap. Scheiße. Die Hand tut weh. Ja. Also ich hab zum Glück kleiner Pott, aber die Hand ist ein bisschen 6, 7, 8, 9. Werde ich jetzt auf jeden Fall setzen. Okay. Also ich schätze ihn nicht als aggressiven Bluff ein, deswegen wette ich das hier sehr klein, selbst vor Value. Nice. Nice. Flop hattest du da gecheckt? Flop kann man auch gut setzen. Ist vielleicht sogar besser, Flop zu setzen gegen einen passiven Spieler. Na gut, du Okay. meintest ja, dass der aggressiv blufft. Irgendwann fold. Oder? Nee, dass er nicht aggressiv Dass er blufft. nicht aggressiv Ja, blufft. die braune Notiz ist jemand, der eher passiv ist post-Flop. Ja. Ja, ich hätte wahrscheinlich gebettet am Flop. Pot. Ja, also es ist gegen einen passiven Spieler auch besser. Also generell spieltheoretisch will man auf dem Board halt alles checken, glaube ich. Alles sogar. Ja, dann ist schwierig. Aber ja, gegen jemanden, der dann nicht weit genug setzt in Position, ist es dann halt komplett egal. Ja. Also dann ist es halt besser, selbst zu setzen. Bin ich mir nicht sicher, ob man das hier öffnen sollte. Was 9 nach 3 Doubles tut. Okay, hier haben wir leider gar keinen Paarblocker, kein Draw. Deswegen check ich zurück. Draw. Backdoor Straße und Backdoor Flush war möglich. Ja, da hast du recht. Aber ich, ja, bin mir nicht sicher, Nee, ob man alles das Ziel gut. retten sollte. König 10-3 Ring, Trip Suit.
Ja, hier Multiway muss man sowieso viel checken. Außerdem bestehen auch die Calling Ranges am Cutoff und am Button häufig aus Königen. Ja, genau. Also König hoch Boards sind eher gut für den In-Position-Spieler. Weil Asse werden gedreibettet und dann werden Könige halt fast immer bezahlt. Deswegen sind da dann viele drin. Ja, nicht so viele sehr interessante Hände jetzt, keine großen Pötte. Ja. Okay, das ist ein Fold mit der schlechten Suit. Hier hat zum Beispiel einen Wert von 0, Big Blind oder Small Blind Open. Deswegen werde ich da dann Tie-Tie eröffnen. Immerhin fast 800 Hände. Ja, 0 aus 8 Mal hat der gefoldet Okay. gehabt. Nur 8 mal die Situation bei 800 Händen. Hier haben wir einen eindeutigen Call. Hat Flush Draw, aber sonst gar nichts, deswegen ziemlicher Checkback. Guter Turn. Okay. Ich denke, wir haben sogar meistens die beste Hand. Die Frage ist, ob wir hier noch auf Value gehen, wenn er checkt am River. Ich glaube aber schon. Ich meine, ich habe ihn mir auch als Fisch notiert, wie hoch gehen wir. Ich gehe einfach mal hoch und hoffe, von dem Flush bezahlt zu werden. Ja, aber finde ich Standard, da nochmal Ja. auf Value zu gehen. Ja, also muss man, denke ich. Ich meine, da unten Full House zu haben ist jetzt kombinatorisch nicht wahrscheinlich für ihn. Bei den Händen, die er normalerweise öffnen sollte. Ja, manchmal hat man auch so eine etwas langweiligere Session, wo man keine großen Hände bekommt. Ja. Musst du da manchmal aufpassen, dass du nicht selbst für die Action sorgst, wenn du halt nicht die Spots bekommst? Also, dass du dann irgendwie Loser eröffnest oder. Normalerweise nicht, nee, also außer ich bin Tilt, Das ist Ausrede für alles. aber auch dann nicht sehr viel normalerweise. Ja, also jetzt, ich würde jetzt, wenn wir jetzt nicht hier das aufnehmen würden, würde ich noch einen Tisch mehr spielen normalerweise. Also Und automatisch mehr Action. dann ist man sowieso ausgelastet. Ja, das ist was anderes. Hier gegen einen Freizeitspieler, der hier schon 2 aus 2 Mal gefoldet hat, dann fange ich schon an, deutlich mehr zu raisen als GTO. Ja. Limmst du eigentlich auch manchmal? Manchmal, wenn ein Fisch gelimmt hat und ich so eine Hand habe, die
Ja, ich meinte vor allem jetzt im Small Blind. Im Small Blind, Also GTO sieht da auch eine Limping-Strategie vor, oder? Nee, also gar nicht. Ganz, ganz wenig. Okay. Auf dem Rake-Level. Da will man halt den Pot gewinnen. Ja, okay. Ich limpe aber manchmal, wenn mein Gegner nicht foldet auf Open Raises, aber ich schon eine gute Hand habe, dann limpe ich das auch ab und zu. Zum Beispiel hier wäre es denkbar, weil er auch nur 10% foldet. Und die Hand ist eigentlich gut genug, glaube ich. Aber ich werde jetzt einfach entspannt folden. Ja, es sind jetzt auch nicht viele Fische online gerade. Ja, das ist schade. Ja. So, hier bekommen wir jetzt aber einen 3-Bet-Spot gegen einen Regular. Ich werde mal mehrfach drauf drücken. Also der kann auf jeden Fall auch aggressiv sein. König 6-2. Ja, also wir haben hier einfach zu wenig, würde ich sagen, um das C-Bet zu rechtfertigen. Hand ist einfach zu schwach und müssen wir aufgeben als Checkfold. Naja, okay, das ist eigentlich nichts, was man machen sollte. Full Pot hier setzen in Position. Da sollte eigentlich nur halben Pot setzen. Weil hier habe ich jetzt auch mit nackten Assen und so einen einfachen Fold, wenn er so hoch setzt. Allerdings schützt du hier deine Checking Range nicht so stark, wie der Solver das machen würde, oder? Erstmal spielen wir jetzt die Hand hier, würde ich sagen. Ja, mach das. Top 2 ist in Ordnung. Schon was er macht. Hier sollte er normalerweise checken oder halben Pot setzen. Okay, er setzt halben Pot und mit Bube 8 will ich es reinschieben. Good luck, Ass. Einmal einspritzen. Ja. Oh, Snapfold. Ja. Das ist auch nicht so ungewöhnlich, glaube ich. Aber ja, gut. Das ist gut, den Pot zu gewinnen, weil selbst Asse, Nackte haben immer noch gute Equity gegen meine Top 2. Ja, fand ich jetzt Standard, das reinzuschieben. Ja, ja, also, das ist auch. Gute Hand, aber mega verletzbar. Will man nicht nur callen. Okay. Irgendwie, ich möchte nicht check callen. Betten ist aber auch nicht so toll. Also irgendwie gefallen mir hier die Optionen nicht. Hättest du hier auch geblufft am Turn? Naja gut, also check callen würde ich es nicht gegen eine normale Bet, also. Ich meine, es genau. Ist oder besser, ja. hätte ich gefoldet. Genau, kann man nicht callen. Das deswegen, war ja auch so mein Gedanke. Deswegen finde ich es gut zu bluffen. Mhm. Ja. Ich meine, warum nicht? Ja, doch. König, König, Dame 10 Rainbow. König 9-6 Single Suited. Beides eher nicht so gute Könige. Aber kann man spielen, denke ich. Okay, auf die 3-Bet ist das ein Fold. Bin ich mir relativ sicher. Ja, 3-Bet hat halt ziemlich viel, war. Ja, ich glaube trotzdem. Okay. Ja. Also die ja. Das hatten wir vorhin. Ich meine, viele, die meisten Könige werden gefoldet und ich meine, die waren ja auch nur Single-Suited. Also ja. Ja, Single-Suited nicht richtig gut connected, aber können wir auch nochmal nachschauen. Hier haben wir einen klaren Fold.
Was heißt klar? Man könnte auch gut sein, vor allem weil er sehr aggressiv ist, aber die Runouts sind halt sehr schlecht. Kreuz ist schlecht, 3, 4, 5, 8, 9 ist schlecht. Ja. Obwohl wir sehr häufig die beste Hand haben, auf jeden Fall. Hm. Noch. Aber ja, aber out of position, die Hand musst du ja bis zum Ende spielen. Ja. Okay, ich glaube, ja, hier ist sie bettig. Hoch. Halben Pot. Das ist ein sehr gutes Spot für unsere Range. Rainbow Asse. Kreuz 4, Karo 6, Pik Ass. So, ja, gut. Kann man eigentlich schon folden. Dann kommt da noch eins. Naja, ist zwar schwierig zu spielen häufig, aber ist immer noch eine der Hände mit dem höchsten Erwartungswert, den man haben kann in dem Spiel. Frage ist nur, ob wir jetzt, ich glaube, gegen eine weite Range und mit guten Spielern dahinter will ich das 3-betten. Ich hatte so eine ähnliche Situation mir angeschaut, deswegen bin ich mir sehr sicher, dass das ein Checkback ist. Hoffen wir einfach mal auf ein Ass. Okay, das ist keine gute Karte. Acht ist aber gut. Jetzt ist die Frage, ob man hier Value bekommt von Königen oder Damen. Probier's mal. Ist aber dünn. Ja, ich hätte es auch versucht. Weil er setzt uns ja häufig auf Asse und ja. Ja, stimmt schon. Ist schwer in der Situation Value zu bekommen, finde ich. Ja, stimmt. Obwohl wir da auch tatsächlich an viele Bluffs kommen. Würde ich sagen. Ja, also ich fände es auch gut. Ich hätte es preferred allerdings nur gecallt. Ja, finde ich, wäre falsch. Mit den guten Spielern dahinter, wenn auch noch schlechte Spieler dahinter sind, die man eher in den Pot ziehen will, finde ich es besser. Aber mit der weiten Open Raising Range will ich den Fisch isolieren. Ich glaube, das ist da besser. Okay. Ja, ich weiß, also am Button callt man halt Rainbow Asse gerne gegen EP vor allem. Aber ja, eine weite Open Raising Range ist halt. Ja, entweder Cut-Off oder noch mehr sogar eigentlich. Genau, und er hat auf jeden Fall mindestens eine Cut-Off-Range. Ja. Ja, klar, da ja, 3-Wettet und TO alles. Ja, dementsprechend. So, gegen den speziellen Spieler, ja. Hier ist ein tighter Spieler, der geöffnet hat. Natürlich sein. Ja. Ass König Dame 10 ist eine spielbare Hand, auch wenn ich lieber das Herz Ass dazu hätte, anstatt dem anderen Herz. Und ein scheiß Flop. Wir haben halt das Pik Ass, ne? Okay, kein guter Turn. Er kann uns halt auch sehr, sehr gut rausbluffen, ne? Auf dem Board. Da kann er und richtig aggressiv bluffen. Das wird er auch versuchen, häufig. Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, dein Hand war halt auch wirklich nicht stark, ne? Also. 6, 6, 8, 9, Doubles suited. Das ist ein nicer Flop. Holy moly. Rap und not Flush Draw. Okay, mit 6, 6, 8, 9 Double Suited haben wir einen klaren Call. Und hier werden wir wahrscheinlich Full Pot bekommen. Nein, bekommen wir nicht. Also hier erstmal auf jeden Fall 7. Und hier wollen wir es anfangen zu bluffen, ist die Frage.
Okay. Wir haben nur ein Achterpärchen und 6-7 ist angekommen. Wir können halt auch die beste Hand gehabt haben, ne? Ja. Okay, hier. Okay, ich denke ich einfach All-In. Oder wir callen und folden auf einem Karo. Nee. Ich schieb's Ich glaube, lang. auf dem Karo hättest du nicht gefoldet. Auf Bordpairung. einer Bordpairung meine ich, Ja. ja. Ja, ich hätte mich für Call und Fold Bordpairung entschieden, Okay, aber good luck us. ja, good luck. Set 9er, Und Flush leider Draw. Karo dazu. Das ist nicht gut. 5, das ist gut, Nice. nice. Wenigstens einen gehalten. Er hat jetzt zum Beispiel, hier habe ich fast Autoprofit, deswegen habe ich auch diese schlechte Hand eröffnet. Jetzt, also das wäre eigentlich ein Board, wo ich sehr viel C-betten kann. Aber ja, er hat halt jetzt eine sehr starke Range, ne? Deswegen Ja, darf man das hier das, jetzt nicht mehr GTO weiterspielen. ja, das ist ein gutes Beispiel, denke ich. Ja, also meine Sorge war halt, dass er auch dann theoretisch folden kann, wenn Karo kommt. Und Ja. das will ich ja auch nicht, das wäre auch ein Nachteil, ne? Klar. Ah ja, nee, passt schon. Ist gut. Ich denke, es macht jetzt keinen großen Unterschied. Okay, hier haben wir einen Call. Double suited am Button. Okay. Ja, sie wird out of position ist niedrig, das ist richtig so. Also er sollte auf dem Board halt so gut wie gar nichts c-betten. Deswegen ist immer komisch, wenn er dann doch setzt. Ich habe mir den Spot angeschaut vorhin. Ubu 1097 Single. Er hat einen sehr hohen Callwert am Button, deswegen schmeiße ich weg. Ich hätte es trotzdem eröffnet. Also es ist ja so oder so marginal, ne? Aus dem Cut-off, würde ich sagen. Bube 1097 Single. Aber es Deswegen. ist sehr, sehr sicher GTO Open. Ja, aber halt schon dünn, denke ich. Okay. Okay, hier können wir. Warte mal. Hier kann man auch gut potten. Ja, also grundsätzlich ist es ein Board, bei dem man gut potten kann, aber ich finde das halber Pot am besten. Einfach weil deine Hand so stark ist. Da will der auch sehr gerne diese Hände halben Pot setzen, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, auf jeden Fall. Also kann man beides machen mit den Assen, mit Flush Draw, behaupte ich einfach mal. Ja, Aber ja. ich hatte noch den Viererblocker dazu und die 7. Okay, Ass 10, 7, 6. Fold 3-Bet after Raising ist da. Mit dem Fisch call ich einfach mal nur. Normalerweise hätte ich es gesqueezed. Okay, das war für mich ein ganz klarer Call. Ja. Ja. Ja, ich finde die Situation gefällt mir halt überhaupt nicht. Aber eventuell bin ich da auch Okay. einfach eine zu große Nit. Also er hat auch wenig gesiebettet. Das war auch noch ein Grund für mich. Moment mal. Was König 10, 8?
Fancy Checkback. Ich habe 3 Pik, was unwahrscheinlich macht, dass er 1 hat. Hier hätte ich jetzt auch gut Drittelpot setzen können, um was anderes als den Nut Flush zu repräsentieren. Was hältst du ja. von meinem Check am Top? Ja, auf jeden Fall sehr interessante Hand. Also ich hab mir gedacht, ich habe 3 Peak, was unwahrscheinlicher macht, dass er einen Flush hat. Und dann foldet er halt sehr viel normalerweise. Ja, also ich finde es auch gut. Ich hätte wahrscheinlich gebettet. Ich habe auch noch einen Bubenblocker. Ja. Ja, nee, also gefällt mir der Check. Wenn nicht, auch wenn ich es wahrscheinlich gebettet hätte und auch erwartet habe, dass du es eigentlich bettest. So, hier haben wir einen Call gegen Small Blind Open. Gut, dann würde ich auch sagen, beenden wir das bald und ja. Schauen uns dann nochmal die Hände an. Ja. Okay. Ein sehr guter Flop für unsere Hand. Mit der 9 potte ich das und hoffe jetzt beim Showdown zu gewinnen. Der hat den König runtergecallt. Er hatte einen Flushdraw, also okay. Alles normal. Scheiße, muss nur ein Peak kommen. Ja, Peak, Dame, Ass, 9. Ne, 9 nicht. Ja, macht deine Straße. Was auch. Hier Tripsuit haben wir, glaube ich, einen Call. Ah, nee, das ist was anderes. König gibt uns Nuts und 8 gibt uns Nuts. Und 8-9 ist schon die Straße.
Sehr loser Call. Okay, das war so eine der guten Karten. Er checkt. Okay. Warte, ich habe gegen ihn. Ja, doch, jetzt stimme ich rein. Er foldet halt. Nice. Schön. Okay, durchgebracht. Manchmal braucht man einfach nur die Eier. Ja. Ja, hätte ja. Ich tatsächlich anders gespielt, die Hand. Komplett sogar. Also, Flop. Gefällt mir der Call nicht ganz. Also meinst du ja auch ziemlich los. Ja, er hat halt da in drei andere Leute reingesetzt. Und ja, du hattest oben unten zur Nuts mit Backdoor-Option. Und den Buben. Bubenpaar, ja. Backdoor-Option ist es für mich. Ja. Also finde ich zu dünn. Vor allem, es kann dahinter noch jemand drüber gehen und auch wenn nicht, ja, so eine hohe Bet. Das war ja. Also ich finde, ich habe da halt einige Optionen. Ich habe einen Backdoor Flush. Ich kann 8-9 auch noch repräsentieren. Ich kann die höhere Straße machen und ich kann auf einer Boardpairung auch bluffen. Und ein Set repräsentieren, was ich auch sehr gut so spielen kann. Ja. Ja, grundsätzlich schon. Stimmt schon. Wir schauen uns mal an, wie heute die Session war, würde ich sagen. Aber ich hätte auch am Turn nicht gesetzt, ich hätte ihn zurückgecheckt. Okay. Vor allem auch aus dem Grund, dass ich da nicht selten einen Checkraise erwarte. Ich würde sowas, wenn an seiner Stelle würde ich gerne dann auch meine Straße immer mal checken, um das per Checkraise dann reinzubringen. Okay, um ihn dann bluffen zu lassen? Ja, um den anderen dann einfach setzen zu lassen. Der sieht Schwäche und die attackiert er dann. So in der Richtung. Okay. Und wenn ich selbst halt meine Straße setze, dann... Ja, callt der andere und dann muss ich am River entscheiden bei SPR 1, was mache ich jetzt? Also, ist auch nicht schlecht, mache ich auch häufig, aber... Mhm. Ja. Ja, also ich habe es eher für Unwahrscheinlichkeiten, dass er 8-9... Okay. Ja. Ja, weil also sowas hätte ich schon auch immer mal erwartet. Okay, also heute, wie man sieht, nicht so gut gelaufen, waren auch jetzt nur wenige Hände. Gut, dann machen wir kurz Pause und schauen uns dann, würde ich sagen, mal die interessantesten Hände so an. Ja, das ist gut.